So, sie sind dann aber keine Gegner mehr, glaube ich. Sonst wären die wahrscheinlich schon runtergekommen. Ja. Ah, hier kommt noch ein Spind öffnen. Dachte ich mir gerade, was... Kann man eine Tür öffnen, oder? Naja. Man weiß ja nie. So eine Fackel brauchen wir wahrscheinlich unbedingt. Ich nehme immer gern mal eine mit. Man weiß ja nie, man kann ja immer eine kleine Fackel brauchen. Ja. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Aber da gibt es was zu anzünden, deswegen. Gegen sind hier zumindest mal keine. Es müsste auch wahrscheinlich ein Feuer in der Nähe sein. So, ich sehe. So, einmal runter mit dir wieder. Aber der riesige, der war schon. Aber mit dem Ausweichmove geht es eigentlich ganz gut. Ich dachte zwar immer ein paar Mal, der trifft uns jetzt, der hat uns jetzt, aber. War dann doch nicht der Fall. Hier sind wirklich keine Gegner mehr. Lagerfeuer und dann geht's schon auf zum Funkturm. Sehr schön. Da ist noch ein Buch, das lesen wir noch vorher. Wenn wir da rausgehen. 10. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Ah ja, Forschung. Matthias hat angefangen, Hinweise darauf zu entdecken, was es mit diesem Ort wirklich auf sich hat. Was war sein Plan? Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Gut, einmal hinsetzen. Speichern. Fähigkeitspunkt. Können wir noch was upgraden? Hier gibt es eigentlich nicht so viel. Also dann eher... Hier haben wir schon recht viel, aber dann will ich mich ja hier gern ein bisschen umsehen. Gut, hier geht eigentlich nur einer, ein einziger, ne? Das da können wir noch meistern. Es ist jetzt nicht so... Jetzt haben wir es mal prickelt. Plünse Tierkadaver, das können wir noch machen. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu finden Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Ah, es ist... Da ich keine Lebensanzeige habe, weiß ich auch nicht, wann ich was zu essen brauche. Sie haben mehr Zeit. Kann man irgendwie einen Zeitloop einschalten? Ich weiß das gar nicht mehr. Schmutzige, werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ich mach das da jetzt. So, halten Sie auf, gerade den Bogen doppelt so lang. Ah, okay, so ist das gemeint. Naja, das ist auch ganz okay eigentlich. So, die Ausrüstung, da haben wir auch schon wieder ein bisschen was. Den Bogen, verstärkte Wurfarm, na, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, für diese Waffe. Polierter Auswerfer. Größere Magazin, das ja, gar nicht so schlecht. Salvenmodus. Jawohl, den hätte ich gern. So, das wär's. Ah, okay, mit der mittleren Maustaste kann ich dann rein in den Bogen, also rein mit dem Bogen und... Ah ja! Okay, in die andere Richtung klettern. Ach so, einfach hochklettern. Okay. Los geht's. Ach du Scheiße.
Ich dachte, man muss jetzt selber hochklettern. So Lara-mäßig halt, aber anscheinend reicht's, wenn man... Boah, die Aussicht ist echt geil. Ach du Scheiße. Mädel, beeil dich. Ah, die klettert eh von alleine. Ein Stück zumindest. Boah, die Aussicht. Diese... Ach du Scheiße, die Aussicht. Boah, ist das geil. Ach du Scheiße. Ah, runterklettern kann man leider nicht mehr. Die Kamera ist auch so bescheuert, aber die Aussicht ist sicher geil hier oben. Ach du Scheiße, wenn der umfällt. Oh, das ist echt verdammt hoch. Alter, aber seht euch diese Aussicht an. Das ist ja... Oh, wir müssen noch weiter. Komm schon, Lara, das schaffst du. Komm, das schaffst du. Schön festhalten. Ja, komm, komm, das geht. Los, noch ein bisschen. Jawohl, du hast es geschafft, meine Liebe. Boah, seht euch die Aussicht an. Alter, ist das geil. Alter, das ist nochmal eine tolle Aussicht. Bisschen wolkig, aber cool. Echt cool. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Sender einstellen. Hier ist gleich was, ne? Nee. Ist hier? Ah ja. Rauschen anpassen. Das ist verdammt laut. Ich drehe sie einfach mal nach rechts. Ah, komm schon. Na komm. Hier war doch gerade was. Ah. Das ist doch ganz gut. Ah. Reicht das nicht? Ja, ja, da kannst du noch ein paar Mal sagen. Alter, wie soll ich das einstellen? Ja. Hallo? Hallo, hallo. Hey. Ah, das muss ja reichen. Ah, Mist, das verrauscht immer wieder. So ein kleines bisschen.
Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Ja, das kriegt sie schon hin, glaube ich. Na dann. Entfachen Sie ein Signalfeuer. Na dann. Rolle die Walfee. Das hat echt Style. Aua. So kommt man definitiv runter. Ja. Au, das Seil ist gerissen. Das ist natürlich nicht so geil. So, was kann ich hier jetzt machen? Treibstofftanks. Mhm. Die kann man anzünden, ja. Oh, hallo. Was ist denn hier passiert? Sieht ja nicht so prickelnd aus hier drinnen. Naja, die könnten aber auch erfroren sein, ne? Feuerstahl, sehr schön. So sollte es gehen. Halten Sie gedrückt, um die Fackel anzuzünden. Geil! Wir haben das. Ja, ich sag mal, wir haben ein Feuerzeug. Kann man die Ratte eigentlich töten? Ah, ich will sie jetzt nicht töten. Das arme Rättchen. Junge, was ist hier wirklich passiert? Sind die einfach nur erfroren oder erschossen worden? Oder gefressen? So, und dann... Alter. Ich dachte schon, das hat's angezündet. Na gut. Oh, ich stehe hier mitten in der Suppe. Nicht so praktisch. Dann würde ich sagen, anzünden, ne? Oh, so jetzt. Ich gehe mal ein bisschen. Naja, das war jetzt ein bisschen mickrig, ne? Da ist es. Das wird wahrscheinlich auch abstürzen, wie alles andere. Ach du Scheiße. Das gibt's ja nicht. Unsere einzige Hoffnung. Ach du Scheiße. Oh. Zugeben. Nein, nein! Spring! Ach du. Naja, das war's, ne, mit unserer Rettung. Das ist echt bitter. Das war jetzt echt traurig. Aber die Aussicht vom Funkturm, die ist echt nicht so top. Ein neues Modell freigeschaltet.
Der Pilot. Ich muss finden Sie einen. Oh, finden Sie einen Weg zurück ins Bergdorf. Schwingen Sie an einem herunterhängenden Banner wie an einem Trapez. Okay. Oh. Schnell, 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 schnell. Wo sind wir? Lara? Lara? Hallo? Ah. Das war, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen verbuggt, muss ich schon zugeben. Also, das war jetzt nicht so geplant, aber ja. Das war irgendwie verpackt, kommt mir vor. Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hat genau, aber... Ja, schon wieder, ne? Was da los ist? Das ist, weil sie immer so monströs springt, so weit. Das verpackt es ein bisschen, glaube ich. Aua, das war genau gegen den Pfeiler. Ist das Blut? Oh! Nein! Lara, bist du da? Oh, verpiss dich! Na, komm her! Oh, Idiot. Und ich das zweite Bogen da? Nee, Mist. Wäre zu schön gewesen. Naja, schade. Ich weiß nicht, wieso sie nicht gleich geschossen hat. Wieso wir da nicht schießen durften. Und im Zuschauen mussten wir stirbt. Naja, dann würde ich sagen, geht's weiter zum nächsten Feuer. Naja. Ah, die Aussicht ist immer noch ziemlich geil, klar, meiner Meinung nach. Die hat's immer noch ein bisschen. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Alles jetzt rough? Ja, es war rough. Okay. Gut, da kann schon wieder laufen. Sehr schön. Dann gehen wir dann nachher durch diesen Berg hindurch. Na toll, das war ja super. So, jetzt setze ich mich auch mal kurz hin hier. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt, das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Mhm. Das ist jetzt natürlich eine blöde Sache. Ja, ich meine, da kann sie ja nichts. Das sind die einfach diese Naturkräfte hier, ne? Gut, wir können sowieso nichts ausbauen. Wir haben sowieso fast nichts. Gut. Wir haben jetzt einen Tagebucheintrag noch zusätzlich von Lara. Und das war's jetzt auch für diese Aufnahme. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war's jetzt wirklich eigentlich. War jetzt eigentlich ganz, ganz ziemlich viel geschafft eigentlich. Am Anfang vielleicht ein bisschen schleppend, aber dann ist schon gegangen, ja. Der Flugzeugabschutz, die Kletterei war echt cool auf diesen Turm rauf. Das war echt eine geile Aussicht, muss ich schon zugeben. Ist auch, aber auch hier, ne? Sieht auch cool aus, ne? Also ist schon ziemlich cool hier. Naja, gut. Dann sage ich auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Euer Moltencore. Tschüss. Bis dann.